ein total schüchternes Mädchen, kurz vor ihrem Realschulabschluss. Sie ist in der Gruppe, die eingeteilt ist für die Zeugnisvergabe, sie vorzubereiten und durchzuführen. In einem Gespräch ging es darum, wer diese Zeugnisvergabe moderieren soll. Auf blauen Dunst sagt das Mädchen: Ich kann das machen. Als sie dann zu Hause war, dachte sie nach: Wie soll ich das jemals schaffen? Wir sind 5 Klassen, je 25 Leute, je 2 Eltern, mit Geschwistern, mit Lehrern, mit Bekannten. Ich krieg doch niemals einen Ton raus. Im 1. Samuel 16 steht eine ähnliche Geschichte von einem Jungen, der 8 Brüder hat. Er hatte es nicht leicht, denn er musste bei allem hinten anstehen. Doch genau diesen Jungen suchte sich Gott aus als König von Israel. Gott setzte sein ganzes Vertrauen auf David. Einen scheinbar unscheinbaren, aber in dem so viel steckt. David wird der berühmteste König von Israel. Das Mädchen aus der ersten Geschichte war ich vor circa 7 Jahren. Mittlerweile kann ich stolz sagen, ich habe diese Moderation überlebt und kann heute auch weiterhin moderieren und vor anderen Andachten halten. Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich das jemals kann und weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, warum ich das damals einfach so zugesagt habe. Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir an uns zweifeln. Aber ich kann darauf vertrauen, dass es mindestens eine Person in meinem Leben gibt, die immer für mich da ist. Und ich kann das nicht nur in meinem Fall sagen, sondern auch in deinem. Denn diese eine Person ist Gott. Gott möchte dich gebrauchen mit dem, was du kannst und mit all deinen Gaben. Nicht den einen Typen, von dem du denkst, der ist viel besser als du. Nicht das eine Mädchen, das viel toller ist als du, was du vielleicht denkst. Nein, er möchte genau dich. Genauso wie ich jetzt meine Geschichte erzählen kann, so kannst du deine Geschichten auch schreiben. Vertraue mit all deinem Können auf Gott, denn Gott vertraut auf dich.